Leute, ich bin endlich in Midgar. Mich kriegt nichts klein. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Ich soll die ultimative Materia rauben, um Shinras Pläne zu durchkreuzen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hier bei euch zu sein. Freunde von Avalanche, auf gute Zusammenarbeit. Zeigen wir es ihnen. Freunde von Avalanche. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn bitte alle? Ein Mogri. Ein Mogri. Hä? Folge dem Mogri. Verstehe ich das richtig? Interessant. Das soll irgendein Test sein, oder? Ihr traut euch ja was. Ha? Keine Großstadt ohne Reisen. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Nimm das! Keine große Sache! Nimm das! Jetzt ist es los! Yuffie Karum sah und siegte! Mogri. Nimm das! Wie ist das?
Nanu? Mogri. Alles in Ordnung? Hallo? Ich muss den Lift runterholen, damit ich weiter kann. So macht man das. Das läuft ja wie geschmiert. Ist das alles runtergekommen hier? Ich dachte immer, Midgar wäre so eine strahlend schöne Großstadt. Bin fast enttäuscht. Die Stadt fällt noch auseinander, bevor Wutai einmarschieren kann.
Nicht mal ein Danke? Alles klar! Los! Nimm das! Hab mich wohl langsam an den Gestank hier gewöhnt. So fängt es an. Und ehe man sich's versieht, hat einen die Stadt in ihren dreckigen Griffeln. Aber nicht mit mir! Ich sollte aufhören, mit mir selbst zu reden. Sag mal, wo kommst du denn her? Bist du auf Ungeheuer gestoßen? Seit dem Vorfall sind die Ungeheuer... Wenn Wutai in die Sache verwickelt ist, ist das nichts Gutes. Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff, wie schon in Marco-Reaktor 1 verwendet wurde. Wie toll! Und das war also Avalanche? Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Aber das kann ich besser. Yuffie? Hey! Hä? Da ist ein Mogri! Du bist von Ever. Ich bin GJ. Folge mir. Oh, warte auf mich! Wie viele Sag mal, wieso hast du mich eigentlich nicht abgeholt? Dachte, die Leute aus Doppel-V wären super ausgebildete Krieger. Das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wo ihr euch versteckt. Und was meinst du bitte mit Doppel-V? Das ist ein Codename. Für Leute wie dich und deinen Partner. Echt? Hätte aber nicht gedacht, dass man uns ein Kind schickt. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Aber ein niedliches Kind. Ha! Und darüber soll ich mich jetzt freuen, oder was? Was soll ich da noch sagen? Die Klappe kannst du halten. Da sind wir. Los, rein mit dir. Time to play the game!